Fall steigt unsere Anzeige links, obwohl wir anscheinend nicht gesehen wurden. Auf jeden Fall sind hier jetzt alle in Alarmbereitschaft. Alarmbereitschaft ist erhöhte Sicherheit, ist schlecht. Komische Überleitung, aber naja, was soll's. Ja, sehr nett. So, hier ist auch noch ein Zimmer. Habe ich total übersehen. Auf meinem Radar ist einer, das heißt, der Turm oben ist wahrscheinlich besetzt. Von hier aus können wir kein direktes Feuer... keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den Satz weiter vorführen soll. Ich verbaue mich gerade total. Von da aus war mir kein direktes Feuer möglich. So, jetzt. Also anscheinend habe ich hier ein bisschen Sichtschutz. An der Stelle. Das ist eine gute Idee, aber das wollte ich eigentlich nicht. Genau, wir holen den Helikopter mit einem Raketenwerfer runter. Hallo. Ich kämpfe gerade wieder mit dem Reflexvisier, das meiner Meinung nach ein bisschen zu weit links ist. Beziehungsweise der Punkt auf dem Reflexvisier. Froschi! Hallo Froschi! Lauf nicht weg! Nee, spring nicht weg. Hüpf nicht weg. So. Und ja, da kommen jetzt mehrere rausgestürmt. Oder auch nur einer. Komm, schnell. Und da steht eine ganze Horde. Ja, das war ein erfolgreicher Treffer. Ich glaube, mir muss man dazu nicht sagen. So, wir flüchten hier rein. Ich glaube, hier drin ist auch schon unser Einsatzziel. Komm schon. Da so. Nein, wir haben keine Granaten mehr. Hilfe. Hilfe, mein Plan geht nicht auf. Mein Plan ist ruiniert. Wieso tut ihr mir das an? Ja, was mache ich jetzt? Einzelkampf. Naja, Kampf. Uah. Ach, Schrotflinte, von da aus kannst du mir nichts tun. Schieß schon. Boah, ich brauche eine neue Maus, eindeutig. So, aus der Hüfte feuern hilft auch manchmal. Verschwendet nur extrem Munition. Hallo. Er hatte anscheinend einen Sniper, obwohl ich mir gleich. Ich liebe Sniper. Nur in diesem Spiel, glaube ich, gab es nur sehr wenige Orte für Munition bzw. andere Sniper, die eine Waffe haben mit Munition. Und gute Einsatzorte für die Waffe. Wo kamst du denn jetzt her? Auf jeden Fall können wir hier gleich genug plündern. Wir erfüllen erstmal unser Ziel und benutzen den Computer. Greife auf taktisches Netzwerk zu. Download abgeschlossen. Ich hab alles, Truppen. Gute Arbeit. Wie es aussieht, konzentriert der Feind seine Truppen an diesem Berg. Das erleichtert uns die Planung des Angriffs. Außerdem haben wir die Position der Ausgrabungsstätte lokalisiert. Sie müssen die Koordinaten auf ihrem PDA sehen, und zwar jetzt. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und bleiben Sie auf der Straße. Ja, was für ein Fahrzeug. Am besten ein gepanzertes. Noch ein Sniper. Doch nicht, er hat einfach nur viel Gebüsch drauf. Aus seinem Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Volltreffer gewesen. Nach dem Gewackel gerade. Anscheinend war es auch ein Volltreffer, aber auf die eigenen Leute. Es sind aber immer noch welche von ihren eigenen Leuten da. Was ziemlich scheiße ist. Wir sind gerade in die Ecke gedrängt. Da hilft nur Campen. Und ich hasse Campen. Ich versuche, den letzten noch auszuschalten von ihm. Und werde dann direkt das Feuer auf den Helikopter eröffnen mit meinem Raketenwerfer. Und so habe ich das Erbe geholt. Raketenwerfer. Ja, hier ist auch noch so ein kleiner Wicht, der nervt. Ich treffe ihn aber von hier aus anscheinend nicht. Da ist meine Präzision nicht hoch genug für. Ja,
Nett. Nett. Anscheinend müssen wir bald eine von ihren Waffen klauen, weil die Munition neigt sich dem Ende zu. Er ist anscheinend tot. Nee, doch nicht. Ach Leute, das ist scheiße gerade. Ich will unbedingt hier drin bleiben, bis die letzten weg sind. Da hinten ist noch einer. Na toll. Jetzt sehe ich nichts mehr. So. Hier an der Stelle speichern wir mal ab. Denn ob ich den direkten Kampf mit dem Heli wagen kann, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wo er ist. Fuck. Also ohne Zielen wird das nichts. Uhu. Und da regnet das Feuer. Kurz hier verstecken. Ja, ich würde sagen, das ging doch noch ganz gut für uns aus. Wir haben einen Sniper erlegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf eine Schrotflinte, die ziemlich scheiße funktioniert, kann ich verzichten. Jetzt ist nur die Frage. Maschinenpistole, Schrotflinte, FY, Schrotflinte, Maschinenpistole. Ich höre jemanden schreien. Uah, Sniper. Tarnfeld aktiviert. Okay, die Suche nach der Sniper hat sich erledigt. Verdammt, es ist keine Sniper, sondern eine Maschinenpistole. Leute, das Spiel wird immer ätzender. Genau diese will ich tauschen gegen die Maschinenpistole. Da sparen wir immerhin noch ein wenig Munition. Genau, Laservisier raus. Oder nee. Reflexvisier an, Laservisier an. So können wir aus der Hüfte geschmeidig zielen und auf Entfernung haben wir ein Reflexvisier. Ja, und ich muss gerade mal auf die Uhr gucken, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Maschinenpistolenmunition. Hier können wir auch auf den Einzelschuss stellen, nur ist bei weitem nicht so präzise wie die SCA. So, ein Fahrzeug. Wir sollen auf der Straße bleiben. Nehme ich doch mal den Laster, denn der ist zu 100% in Schuss. Aber da ich jetzt mit ihm fahre, wird das nicht mehr lange so bleiben. Obwohl, ich sehe da gerade ein schöneres Fahrzeug. Den lassen wir mal den Baum umbächen, genau. Ich würde sagen, ich nehme lieber einen Geländewagen im Gelände, statt so einen sperrigen Laster. Und ich würde auch sagen, der Geländewagen ist ein bisschen schneller. So, Heli erledigt. Weiter geht's im Spiel. Boah, zwei Schüsse aus dem Raketenwerfer hält das Ding aus. Muss ich mir merken. Voll sumpfig hier. Es wird wieder Nacht. Ja, ich weiß, dass sumpfig in dem Gelände hat nichts mit der Nacht zu tun. Sondern das war aufs Wetter bezogen. Nett. Oh. Ja, Leute, Autofahren. Heute erst wieder. Hammer. Nur hier, Autofahren ist bei weitem nicht so Autofahren wie echt Autofahren. Anscheinend, ich bin so gut, Leute. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist ein Bild für die Götter. Also manchmal frage ich mich selbst, wie bin ich so geil? Ich weiß, das ist richtig derbes Eigenlob. Es stinkt schon, aber... ist mir Wurst. Boah, ist die Waffe schwach. Hier gehe ich doch besser in die Vollautomatik. Wo ist der Feind? Sie ist schnell. Hühnchenfeind. 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 So, ich hasse Hühnchenfeinde. So, und wir, werden beschossen. Darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Ich hatte eigentlich gerade mal das erste Mal eine gute Überleitung, um Schluss zu machen. Aber die hat sich ins Nichts aufgelöst. Rennen. Zwei Gegner.
Genau. Drei Gegner. Ja, Leute. So schnell kann es gehen. Gerade noch in Sicherheit gewogen und schon vom Feind umzingelt. Und wir haben keine Zeit mehr. Ich wollte mich eigentlich hier im Haus verkriechen. Entschuldigung. Boah. Der war gerade... Der hat sich festgebissen. Das tat richtig weh. Boah, ich wollte hier eigentlich ins Haus gehen, mich verkriechen und Schluss für heute machen. Das Haus ist jetzt zerstört. Wir stehen unter Belagerung. Und das nächste Mal geht es direkt mit Action weiter. Freut euch aufs nächste Mal. Das wäre übermorgen. Bis dann. Goodbye. Auf Wiedersehen.